Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rot. Wir sind immer noch bei den Seeschauminseln, stehen hier vor schwarzen Löchern und wollen da gerne Steine reinwerfen. In der letzten Folge ist ja fast nichts passiert, also war ein bisschen langweilig. Deswegen haben wir uns gedacht, in dieser Folge machen wir besonders spannende Dinge. Weiter Steine mit. Steine in Löcher werfen. Sternen haben wir auch noch nicht, oder? Haben wir, glaube ich, nicht mehr. Oh, darf ich deinen Blitzer einmal nehmen? Ich bin gerade am Steuer. Ja, alles klar. Ruckzuck, du überlebst das noch, ne? Ja, ne? Ja, ne? Das überlebst du doch, Stern, ne? Ja. Oha. Ach ja. Und jetzt? Doppelkick, ne? Überlebt es das? Ja. Ja. Oder? Treffer. Oh. Also nächstes Mal einfach Doppelkick einsetzen. Genau. Gut, ich weiß gerade gar nicht, wo ich lang muss. Hilf mir mal. Du wolltest jetzt noch, weiß ich nicht genau. Nach rechts? Nach rechts, okay. Wir haben schon wieder alles vergessen, wo wir denn lang gelaufen sind. Ich glaube, nach rechts sind wir noch nicht. Warte, nee. Blackmon haben wir schon. Oh, ich könnte mal deinen Blitzer auswechseln. Das mache ich gleich mal nach dem Kampf, ne? Ja, mach das mal. Ich benutze ja einfach mal ganze Zeit Nee, ihr wisst schon, was wir hier benutzen. Die allseits bekannte Attacke. Sehr schön. So, Diktri. Oha, Diktri, jetzt geht's los. Da oben? Ha, da gehe ich mal rein. Oder? Ja, mach ruhig. Was sagst du? Ich bin gerade super desorientiert. Ja, ich auch. Kein Plan, wo wir sind. Oh, ich nehme noch was von diesem Weihnachtsmann, der hier neben liegt. Was? Nom, nom. Schnell den Controller in die Hand. Ja, der nicht spielt, ne? Also wenn man zu zweit ist, kann immer der andere gerade essen. Das ist super beim Let's Play. Können wir dir empfehlen. Nom, nom. Nom, nom. Genau. Ja. Steine? Steine! Die hatten wir schon. Ach so, das sind die, sind wieder zurückgegangen. Ja. Aber jetzt sind wir hier oben, guck mal. Hier waren wir noch nicht, oder? Kann gut sein, ja. Keine Ahnung. Mann, wir sind so desorientiert, wir haben keinen Plan, wo wir sind. Es gibt auf jeden Fall noch einen Bereich, den wir noch gar nicht erkundet haben. Man kommt nämlich, glaube ich, von einer Höhle zur anderen. Also es gab ja den Eingang zu den Seeschauminseln. Und während wir da reingegangen sind, haben wir ja auch schon den Ausgang zu den Seeschauminseln sehen können. Und solange wir den Ausgang noch nicht gefunden haben, gibt es also auf jeden Fall einen Bereich, den wir noch nicht erkundet haben. Aber im Moment kämpfen wir noch mit der Strömung im Wasser. Die ist wahrscheinlich der Schlüssel zum Ziel. Mann, Diktri ist voll schwach geworden. Hast gemerkt, er macht nicht mehr alles mit einem Schlagtod. Was? Guck mal, ich mache jetzt Schaufler hier. Und Jurob überlebt das, oder was? Ja. Kaum zu glauben. Okay, doch nicht. Na gut. Man muss sich nur beschweren. So, ich gehe jetzt ja nochmal nach unten, aber hier ist doch dann... hier sind ja keine Steine, hier müssen wir die ja hinschmeißen. Ja. Na gut, wieder zurück. Oh Mann. Tja. Hier ist auch der... Das war ja einer, den wir schon geschoben hatten. Ja, den haben wir schon. Ja, dann gehe ich immer nach rechts. Vielleicht reicht das auch an Steinen. Wenn du nichts Besseres weißt, kannst du ja sonst ins Wasser springen. Okay, ich spring mal ins nächste Loch, das ich finde. Bei diesem Bereich haben wir, glaube ich, in der Folge noch nicht gesehen. Deswegen. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Da hüpfe ich jetzt mal rein. Mal wieder ein paar Rufe nachmachen. Meinst du, es überlebt auch ein Schlitzer? Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, Wasser-Pokémon haben immer eine hohe Verteidigung, deswegen. Boah, nicht schlecht. Haha. Diktri macht mich stolz. Ja, da dürfen die auch mal was überleben. Müssen sie aber nicht. Huch. Ein wildes Dugong. 38. Bam. Alter, das macht mich ja platt. Ja. Ich schaufe nicht ein. Schauen wir mal, was Dugong macht. Oh, Aurora-Strahl. Tja, aber jetzt nur ganz knapp überleben. Au, oh, nee. Noch ein Kratzer? Ja, mach mal Kratzer. Ich will ja auch nicht, dass Diktri stirbt, der so... Aua. Das sieht übel aus. Das ist eine Wunde. Ja, das ist natürlich...
Fang das mal, Timo. Ich soll das mal fangen. Ja. Ja, gar kein Problem. Ich setze natürlich Smetbo ein mit Megasauger. Du kannst es einschläfern. Ja, ich weiß. Das werde ich auch tun und wahrscheinlich sonst gar nichts. Jede weitere Attacke sollte Yugong hier aus den Latschen hauen und das wollen wir natürlich nicht. Oh. Was hier für ein Yugong, ey. Kann sich Mew mal eine Scheibe abschneiden? Mhm. Ja. So, jetzt Zeit für den Hyperball. Hyperball. Auf ihn mit Gebrüll. Nice. Mhm. Sehr gut. Der Seehund. Der Körper dieses Pokémon speichert Wärme. Selbst in eiskaltem Wasser schwimmt es 8 Knoten schnell. Hm. Ui. Ja, Yugong, das ist natürlich auch eine Nummer, ne? Level 38, Mensch. Wolltest du hier runter? Ja. Willst du wieder weiter steuern? Na klar. Wer ist denn gerade am Start? Mew. So, dann, Geronimo! Oh. Puff. Ha, da ist noch ein Stein. Eins. Wie kommen wir da hin? Ja, gute Frage. Auf jeden Fall ist es in diesem Stockwerk. Da können wir uns mal merken, wie oft man hier runter und hoch rennt mit den Leitern. Vielleicht hilft das. Das überlebt auch ein Mega-Hieb. Wenn wir keine Pose machen. Nicht. Hm. Na gut, Sternu fangen wir dann nächstes Mal. Ja, Sternu ist das Letzte, was uns noch fehlt, oder? Mehr haben wir hier gar nicht gesehen. Oder Golbat noch. Vielleicht Sternu Golbat. Und Golbat, genau. Ja. Ha. 1A. Der saß. Hier mal hoch und dann... Nee, da komme ich auch nicht nach rechts. Ja. Oh Mann, hier greifen aber auch immer sau viele Pokémon an. Tja, Fleckmann, da musst du jetzt leider ein Mega-Hieb Mano. Mano. Noch einer. Oh, der ist echt hart im Nehmen, dieser Fleckmann. Na gut, dann Metronomen wir hinweg. Oh ja. Nochmal. Aquaknarre, das reicht bestimmt. Ja. Gerade so. So, ich wollte jetzt hier einmal ins Loch reinhüpfen. Ah, okay. Und gucken, weil wir müssen ja eigentlich nur nach rechts. Komm, ich kann hier doch... Nein, ich kann hier nicht schwimmen. Nee. Also ich müsste irgendwie rechts hoch. Hier vielleicht hoch. Oh, nee. Und noch ein. Doch, da. Ah, hier ist es. Ha! Ja. Tja. Sehr gut. Das habe ich mir alles gerade überlegt. Das musste ja passen. Friss eine Psychokinese. So, ja, guck mal, das war ja ganz einfach, hier den Weg zu finden. Total straightforward. Tschüss. Und hinterher. Können wir jetzt hier schwimmen? Ja, ne? Nee. Nee, einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Hm. Aber wo ist denn der andere, den wir hingeschmissen haben? Hm. Lala. Also hier geht jetzt gar nichts mehr, gerade. Direkt da an der Treppe erwartet uns ein Nurob. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Noch eine Psychokinese. Jawohl. Ja, stimmt, das mit der Strömung haben wir schon rausgekriegt. Ja, hier drüben, da konnten wir rüber surfen, da war aber nichts. Jetzt hoch, vielleicht. Jetzt hoch? Ja, da müssen wir ja hoch, genau. Da waren wir auch schon. Genau, irgendwie, ich glaube,
Weiter rechts waren wir noch nicht so viel. Okay. Da konnten wir nicht surfen, richtig? Da ist noch ein Stein. Ach, das war das, wo wir angefangen haben im Schieben, ne? Ja, ja, das war's ja. Okay. Nee, dann war das hier auch nicht gut. Tja. Langsam vervollständigt sich aber das Puzzle. Oder? Bei mir nicht. Aber du machst es bestimmt. Ich bin hier immer noch mit dem Weihnachtsmann beschäftigt. Mit dem Weihnachtsmann bist du noch beschäftigt? Ja, der gibt hier nicht seinen Ort. Keine Sorge, irgendwann hast du ihn. Also hier konnten wir jetzt nicht surfen, genau, aber wir müssen doch hier rüber. Wir müssen auf jeden Fall einen höher, weil hier müssen wir den Stein hinschmeißen. Also, dann bekämpfen wir erstmal das Jura. Nochmal Psychokinese. Es läuft gerade gut mit Psychokinese, dann brauchen wir nicht so lange warten mit dem Kämpfen. Können wir die Karte hier aufdecken quasi. Unsere innere Augekarte. So, und jetzt irgendwie nach rechts, oder was? Da war dieser verdächtige Stein. Sag mal, wie viele Jurops sind denn hier? Kann doch nicht richtig sein. So, hier nochmal hoch, oder? Na, ich guck nochmal da. Ist da jetzt ein Stein? Nee, ne? Das war ja der, den wir geschmissen haben. Da muss einer rein, da links. Ja, wahrscheinlich. Also müssen wir einen hoch. Dann müssen wir hier einmal hoch und dann... Haha! Also entweder diese Treppe... Dann ist er direkt über uns. Nee, von da ist nochmal ein Loch. Der muss von noch höher kommen. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, noch ein Jugong. Hilfe! Du schaffst das schon. Ja, 38. Ey, wir sind schon mit Level 50 fertig geworden. Ohne Probleme. Was? Wann war das denn? Tja, das war in einer Ära, über die wir jetzt lieber nicht sprechen wollen. Ja. Ha, Level up. Hui. Kann ich hier noch höher und nach oben? Nee, ne? Ha, Stern, du. Ja, Treppe rauf wäre echt nicht schlecht. Stimmt, Stern, du haben wir noch nicht. Was mache ich denn jetzt damit? Ja, weiß ich nicht, du setzt jetzt Fliegen ein. Fliegen? Ja. Okay. Na, diese Sternlos, ey, dass die immer sofort weg sind. Also hier rechts war ja, da war ja nichts, oder? Genau, da müssen wir, glaube ich, einen Stein hinwerfen, oder? Das heißt, wir müssen noch höher. Ja. Genau. Wo ist denn die nächste Leiter nach oben? Psychogenese. Also, die ist nach unten. So, gehen wir mal hier. Hier muss doch jetzt mal... Mano, Zepa, haben wir schon, kennen wir schon. Stern, du wär noch mal was. Oder Golking, Golbat? Wie hieß der noch mal? Golbat. Und was ist Golking? Golking wäre auch mal was. Golking ist die Weiterentwicklung von Goldini. Ach so. Ach so, der hat so ein Horn, glaube ich, auf dem Kopf. Ja, richtig, richtig. Aber den haben wir auch schon gesehen. Ja, ein großer, fetter Fisch gibt viel Erfahrung. Hier ist links oder rechts? Lass mich recht. Okay. Ha! Ah, es geht hoch. So, hier waren wir aber noch gar nicht. Stimmt, noch nie. Never ever. Da ist das Loch. Da muss ein Stein rein. Wahrscheinlich, ja. Hoffen wir's. Auch Mensch, Muschas. Musst du uns jetzt aufhalten. Die Folge ist gleich zu Ende und wir versuchen nur diesen Stein zu finden. Nee, das war nicht gut, dann machen wir so. Ich suche nach dem Stein. Lalala. Oder hier? Nein, da ist ein Stein, da ist er. Wie kommen wir denn da hin, verdammte Kiste? Ich glaube nicht, wir müssen zurücklaufen, glaube ich, ja. Ja, zurücklaufen. Ja, ja. Mano. Boah, ich habe natürlich keinen Plan, das ist nur ein Vorschlag. Mann, komm schon. Komm schon, Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Also hier rechts auf jeden Fall nicht. Ich glaube hier runter auch nicht. Timo.
Alex, was ist? Dieser Stein, ich habe ihn gefunden. Stein, ja, das hast du sehr gut gemacht. Er war, glaube ich, beim Eingang mehr oder weniger, da wo wir reingelaufen sind. Ja, genau, ist, glaube ich, ziemlich weit oben. Tja, sind wir einfach dran vorbeigelaufen. So, aber wie kommen wir denn da hin? Weiß ich auch nicht. Stell doch nicht so schwierige Fragen. Okay, was ganz Einfaches. Ja, wann ist denn die Folge zu Ende? Ja, gleich, gleich, gleich. Ist ja nicht mehr mit anzusehen hier. Gleich. Ich warte kurz. Ich bin noch nicht ganz fertig hier. Ich kann noch nicht das Steuer ab... Sag mal, ist irgendwie gerade Hochsaison von Jurops und Mushas. Ja, wir wollen natürlich auch bei solchen Pokémon nicht flüchten. Die geben nämlich ordentlich Erfahrung und die nehmen wir gerne mit. Deswegen müsst ihr euch das alles angucken hier, wie wir das 100. Jurop immer noch hier bekämpfen und nicht flüchten. Ja, wir müssen ja auch noch trainieren, damit wir ein bisschen stärker werden, damit wir, falls wir mal auf starke Pokémon treffen, da nicht so, wie sagt man? Alt aussehen. Alt aussehen, danke. In den Schatten gestellt werden. Ha, der Stein, nice, ha, nice. Boah, geschafft. Boah. Das war mal ein Akt. So, Stein gefunden, Mega-Hieb ins Gesicht gehauen. Ach, jawohl, so lobe ich mir mein Mute. So, ich schieb den jetzt noch einmal runter und dann in der nächsten Folge schieben wir den dann noch weiter runter. Ja. Und dann schauen wir mal an, wo uns dann diese Wasserroute hinführt. Genau, dann sollte das Thema Strömung ein Thema von gestern sein. Ha! Ein Golbat! Ein Golbat! Oh ja, das müssen wir noch fangen. Mega-Hieb überlebt das, oder? Ja, ich denke schon. Mega-Hieb! Nicht zu stark, nicht zu stark! Ah. Ey! Wenn ich mich verwirrt, dann mache ich Metronom. Wer mich verwirrt, kriegt auch ein Metronom ab. Oh ja. Und Donner oder so. Überroller! Nice. Ah, das sollte auch gut funktionieren. Oh. Das war ja wahnsinnig schlecht. Nochmal Mega-Hieb, ne? Ja. Ah, nicht mehr verwirrt. Und? Nicht so doll, nicht so doll. Nicht Volltreffer. Nicht Volltreffer. Ah. Volltreffer. Crap. Naja, gut. So. Dem Stein folgen wir dann in der nächsten Folge. Folgen wir in der nächsten Folge, 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 Folge. Und im Folgenden machen wir ein Folgenpäuschen. Jo. Also bis gleich. Jo. Tschüss. Tschüssi.